solche Leute hier abgebe, wie... Ach, halt die Fresse. Hier ist nur Müll, so wie du. Aha. Na, da kommt ein verkackter Kaka-Zombie. Lauf, Forrest. Ja, du bist Forrest, du laufst vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist so im Block. Deine Mutter kommt vorbei. Zu vorbei. Und sie backt Kekse. Das heißt eigentlich anders, ich will es aber nicht aussprechen. Weil wir ja so vulgär sind. Oh, scheiße! Alter, lockst immer mehr Zombies an, das ist doch scheiße. Mal lass einfach den Berg hier hochrennen, hängen wir so ab. Ja. Oder nicht? Nee, die sind langsamer beim Berg hoch als wir. Do you think wirklich so? Yo, guys, sorry, my stupid hamster died. Hahaha, here's a cow running the trap. Don't leave much porn at once. Haha, yeah. Put that cow on. Okay. Alter. Schlag mich auf, du Arschkopf da hinten. Blutest du? Nee. The cow has muscle. Okay. Aber ich hab voll wenig Blut. Ich auch. Ey, jetzt reicht's mir, Alter. Baller die jetzt ab. Nein, nicht hier. Doch, hier. Wir sind im Wald. Da kann uns nichts passieren. Mach jetzt. Puh, lauf! Da schießt ich ihn drauf. Einfach weiterlaufen. Alter. Wir müssen den Berg hier nur hochrennen. Ja, aber die sind schneller als wir. Die killen nee, uns. Nee, nicht dann. Wenn sie den. Nicht wenn wir laufen, also. Bei mir schon, gerade eben. Ich hab nein! Gedacht. Doch! Ja, machst du dich dran. So wie geht's. Guck! Diese Homos. Na super, voll geil. Wow! Dieser Hurns, lauf, kleine lauf. Abgewichste Lappen. Meine Fresse. So, und ich muss jetzt essen, scheiße. Was? Im Ernst? Ja. Dann lass sie um die Spitze ausloggen. Ja, auf die Spitze ausloggen. Oh mein Gott, oh mein Gott. Bestimmt! Was denn? Blutest du? So, wir loggen uns jetzt aus. Ey, bis gleich. Bis dann. So, da sind wir wieder, nachdem er essen war. In der Zeit, als er essen war, habe ich herausgefunden, wo das Krankenhaus in Berezino ist. Und ja. Dann auch als nächstes hin. Das ist da, gell? Ja, hier über den Berg 2000 Meter in die Richtung. Ja. Und ich glaube, ich habe da vorne gerade jemand gesehen, ne? Dein Ernst? Also aufpassen, ja. Oh mein Gott, hol die L85 raus und scoute nochmal. Nein, ich hol jetzt nicht nochmal raus. So, 2000 Meter sagst du, ne? Jetzt noch 1700. Wir müssen demnächst auch mal ein Auto finden. Ja, ich will. Ja, meine Cross ist ja wegen dir. Ich wüsste, wo eventuell noch ein ATV steht. Na gut, das ist jetzt schon wieder 3 Tage her oder 4 Tage. Seitdem da ein ATV war. Was hast du denn? Ja. Was hast du denn gerade gemacht? Ich hab einen. Du hast dich einfach so gebückt. Na, scheiße. Ich wollte von hinten genommen werden, oder? Hier. Darf ich dir in die Eier schießen? Ich bin eine Frau. Deine Muschmusch. Vielleicht. Chill mal, der Kitzler, Alter. Alter, hör auf mit diesem scheiß Spruch, du kotzt mich an. Hör, Michael. Hallo, Michael. Hauptsache, ich hau dir meinen zweiten oder dritten LP raus, Alter. Ja. Und der dürft auf unseren Kanal. Ey, vielleicht, wir können ja mal Michael fragen oder hier Dingens, Timo. Timo hatte nicht. Und Michael, ich glaube mal, der hatte auch nicht. Ich hab ihn gefragt. Okay. Ja. Und momentan also habe ich noch nichts bekommen. Ja, momentan habe ich. Eine Skype-Kontaktanfrage von Mr. Troll bekommen. Okay. Keine Ahnung, der kommt aus Afghanistan. Mr. Troll aus Afghanistan werde ich aber nicht vertrauen, du nicht in dem Game hier.
Mr. Troll. Aus Afghanistan. Aus Afghanistan. Hey, du. Mit den Wilden hier rumrennen. Kann ich mir vorstellen. So, wie weit noch? Ihr sagt, ich hab auch Mr. Boss Panay gefragt. Aber er hat noch nie antwortet. Wie weit noch? Und, ja, 1000 Meter. Aber wenn du mich zulabert mit, oh, das darfst du nicht und bla bla bla, YouTube sperrt dann nackt, dann raste ich aus. Ach so. Ja. Nein, das ist doch scheiße, ja. Ja, aber das sowas regt mich auf. Warum ist hier ein Zaun? Weil hier ein Zaun ist. Da sind Apfelbäume drin. Aus meinen Snacken. Was sind das da mit einem Gebüsch? Ach ja. Das ist ein Gebüsch mit einem Gebüsch. Ja. Ja, aber echt, Apfelbäume oder Plantagen könnten sie ruhig mal einbauen, finde ich. Ja, kann man Apfel essen. Ja. Würde trinken und essen bringen. Einmal, wie lange sollte man sich von Dosen und sowas an? In so einer Apokalypse, du. Wie lange soll sowas aushalten? Wird doch alles geplündert. Na, stimmt. Irgendwann hat man nichts mehr zu essen. So ist es. Außer Apfel. Naja, man kann natürlich die Tiere immer wieder abschlachten. Ja, wenn so viele Tiere denn noch da sind. Du. Ja, denke ich schon. Aha. So viel Kühe und so, wie es auf der Welt gibt, wird es wahrscheinlich nicht so schnell weggehen. Und es werden auch immer mehr gezeugt. Man kann ja so Military-Basen machen, wo man dann sowas macht. Ach so. So geschütztes Bereich wie bei Edit War Z. Aha. Warum denn nicht? Aha. Krass, aha, laber nicht. Aha. Nee, oh mein Gott, eine Straße. Oh mein Gott, eine Straße, leck mir die Eier. Wie weit? Ich hab Angst vor Straßen. 800 Meter eigentlich rechts runter, aber da will ich jetzt. Da vorne ist jemand. Wo? Weil da sind viel Zombies gewesen auf einem Haufen, da ist irgendjemand. Die sind wegen uns gerade gespawnt. Nee, da vorne auf einem Haufen sind welche, da ist wahrscheinlich einer weggerannt von denen. Dann kann sie mit der Clan jetzt, die hier angekommen sind, die wollten ja runter von, also von Chernogorsk konnten sie herlaufen. Das stimmt. Dauert ja ungefähr diese Zeit jetzt. Bist du denn? Ich renn hier hoch in den Wald drin. Also oh. rechts. Guck mal, wo der Zombie lang kann. Mein Gott! Ach, da. Da ganz hinten, Alter. Wie bräuchte ich. Oh Gott, ich muss halt essen, ich muss halt trinken, ich brauch Blut. Alter, wer schießt auf mich? Was? Irgendwer hat hier geschossen. Ich nicht. Wirklich nicht? Nee. Wirklich? Ja. Irgendwer hat die geschossen, du. Ja, ich weiß, ich. Ah. Fuck you, Alter. Hinter dir ist ein Zombie. Ich weiß, du hast zu schießen jetzt. Na, kill ihn doch. Wir müssen den nicht killen, wir hängen den gleich ab hier, manche Bäume. Sicher? Die Karten schon abgehangen. Wie weit ist es noch? 600 Meter. Okay. In 2 Minuten sind wir da. Das ist man schafft pro Minute 300 Meter. Woher weißt du das? Weil vorhin er geschrieben hat. Pro Minute? 300 Meter. Verdammt! Mach mal nicht dann. Ja, das dauert dann. Ja, geht doch. Ja. Toni, gut vorbereitet und so. Kann ich ohne Tür. Ich bin in der Aufnahme, Katja. Dann schließ deine verkackte Tür ab. Die hat nicht mal ein Schloss. Dann bau dir eins ein. Die hat sich selber tätowiert. Ich gehe so bei ihrem Zimmer hin und immer sitzt da mit so einer Tätowiermaschine, ne? Die müsste bestimmt scheiße aussehen. Nee, sieht gut aus. Echt? Hm? Wie kann man sich selbst tätowieren? Man hat doch Schmerzen. Ja, sie kann das anscheinend. Alter Schwede. So, ich kann dir von hier aus Deckung nehmen, glaube ich. Ich würde dir das Auge tätowieren. Das Auge tätowieren. Ah ja. Also man sieht das Krankenhaus von hier aus, du. Ich sehe es nicht. Dann gib mir hier rechts runter. Ja, ich geb dir von hier oben aus. Wo bist du denn? Komm mal zurück hier. Dann komm mal zurück hier, wo ich bin. Ich geb dir von hier aus eine Deckung. Wo ist das Krankenhaus denn? Da siehst du den großen Gebäude da drüben?
Ich renne einfach links, mal. Links ein Stück, links ein Stück, links ein Stück. Ach, genau, da. Jetzt du genau drauf zu. Da. So. Also auf dem Dach kann ich keine anderen Spieler sehen und ja. Dann camp mal ein bisschen. Was soll ich mitnehmen? Zwei Bloodpacks, oder? Mehr, wenn du kannst. Nee, Morphin wäre auch nicht schlecht. Morphin brauchen wir. Du weißt schon, dass ich zwei Waffen im Rucksack hab, ne? Ach, das ist scheiße. Und dann schmeiß deiner AK weg. Nein! Dann habe ich nur noch zwei Sniper. Ich wechsle gerade meine Position, du. Was will ich mit zwei Snipern denn anfangen? Da muss ich die M107 weglegen oder die eine andere. Aber wahrscheinlich die M107. Wo bist denn du? Ich habe gerade meine Position gewechselt. Okay. Wo ist das Krankenhaus denn jetzt hin? Hä? Alter, bist. Hä? Wo bist du denn jetzt? Warte mal. Ich bin hier unten. Bleib mal stehen. Okay, ja, ich sehe dich. Gut. Ich dachte gerade von anderer Spieler. Das Krankenhaus ist links von dir ein Stück. Okay. Ah, da, okay. Ich muss kriechen, sonst sieht mich der Zombie da rechts. Ich sehe da nicht mal einen Zombie. Der ist rechts von mir. Ah, jetzt ist er gespawnt bei mir. Du kannst doch weiter nach links auf der Straße entlang. Nee. Ich muss jetzt auch ein Stück runterkommen, weil ich die Straße von da aus nicht sehe. Du musst ja unten an eine Scheibe ran. So laut Musik an, ey. Die Scheibe zerstören die. Ja, geil. Was will? Ich hab einen Knochenbruch. Wieso? Gegen den Zombie, der hat mich geschlagen. Komm runter. Da ist noch ein anderer Zombie. Da ist noch einer. Alter, komm einfach zu mir. Na, schießen ab. Hinter dir kommt auch noch einer. Dann. Ja, leck mir die Eier, Mann. Schieß die da ab. Schieß ihn ab. Alter. Geh ins Krankenhaus, hol mir Morphin. Lootest du? Ja. Na, verbind dich. Mach ich ja gerade. Hol Morphin, schnell. Ja, ich werde jetzt aber sterben. Du holst ein Bloodpack. Ich geb dir Schutz. Ja, super. Soweit wie es geht. Wie konnte ich denn den Zombie sehen, bitte? Das weiß ich selbst nicht. Wie konnte er mir einen Bruch geben, der Wichser? Oh, verdammt, jetzt kommen hier übelst viele Zombies. Renn einfach rein und hol Zeug. Und versuch die Zombies zu killen dann. Dann rennen wir schnell wieder in den Wald. Ja. Und ich brauche auf jeden Fall eine Bluttrans-Funktion Dingens. Oh. Also mach schnell. Also ich sehe im Moment keinen hier, worauf dich zukommen würde. Ja, ich blute. Warum? Wenn mich der Dreck-Zombie erwischt hat. Renn einfach. Und sammel Zeug auf und komm schnell zu mir. Ich hab einen Knochen, ich bin tot. Lol. Warum bist du jetzt tot? Weil mich der Zombie in die Wand drin gebackt hat und ich bin unter der Map gefallen. Alter. Toll. Und was jetzt? Was jetzt? Du wirst da jetzt liegen bleiben, bis ich bei dir spawne, mein Junge. Oder du kriegst im Krankenhaus, versuchst du selber da was zu holen und stirbst, aber elendig in dem Versuch. Ja, ich versuche einfach mal. Du bist eh nicht mehr da, also was soll's. Moment kurz.